Hallo Leute! Ja, okay, ich bin gestorben. Und wie ihr bestimmt für einen kurzen Moment gesehen habt, ich habe ihn schon analysiert, dass es Wächter Thor soll. Und seine Schwäche ist, warte, das zeige ich euch jetzt mal. Nicht Waffen. Also Monster Boss. Wächter Thor soll, wo bist du? Wo bist du denn? Ja, hier bist du. Seine Schwächen stehen hier. Also Steinmutz, das mit Mittel aus alter Zeit geschaffen wurde und Rünenbär. Er spaltet sich meine mehrere Körper und seine Energie kann lassen. Preis, wenn sein Körper, worüber gesprochen wird, ist er machtlos und man kann es rumschieben wie jeden gewöhnlichen Gewinn. Ah, okay. Schwäche ist Geschoss, okay. Waffen. Geschoss. Warte, was ist heftiger? Ich glaube, das jetzt im Moment. Und so. Das will ich mal benutzen, das habt ihr auch nicht bisher gesehen. Okay, so. Ah. Und wenn man mit den Schwertern an ihn näher kommt, dann wird er sich drehen und dann wird er uns irgendwie töten oder so. Dann macht er so ein... Was hat er jetzt gemacht? Ach so. Ah, man kann ihn runterwerfen, okay. Ah, fick dich doch, Roxas. Ah, das war der Drehkreisel. So, so, so. Okay. Ah, verdammt. So, jetzt perfekt runterwerfen. Verdammt, okay, okay, er stirbt bald. Er stirbt bald? Hätte ich echt nicht erwartet. So, so. Okay, jetzt stirbst du doch, oder? Jetzt hast du doch Bock zu sterben, oder, Leute? Jetzt fallst du runter. Und habe ich jetzt gewonnen? Nein, da kommt ja wieder der Eierkopf. So, so, so und so. Ja. Ich glaube, er ist jetzt wütend auf mich, weil ich ihn irgendwie runtergeworfen habe wie einen gewöhnlichen Stein. Aber kann man doch verstehen, dass er jetzt wütend auf mich ist, oder? Ah, verdammt. Ja. Okay. Verdammter Drehkreisel. So, so. Okay, jetzt komm. Schneller, schneller, schneller. Ich bin der Roxas, ich bin stark. Ich kann die Steine bewegen, das ist geil. Inhalt. Warte, wie viel MB habe ich denn? Verdammt, warum habe ich so wenig MB? Verdammt. Objekte. Kekse. So. Dass ich ein bisschen MB habe. Okay, so. Einfach feuern, 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 dass er seine Schwachstelle abhauen, abhauen, abhauen. Nein. Du verfolgst mich hier gar nicht, okay? Ach du Scheiße. Boah. Ah, okay. Okay, jetzt fällt er runter. Jetzt fällt er runter. Jetzt lass ich ihn runterfallen. Bitte komm. Fick dich doch, du unfähiger Bastard. Dummheit tut weh. Muss ich echt sagen. Was war jetzt los? Ach du Scheiße. Wie bist du denn drauf los? Wie bist du denn hier drauf? So, so, so. Falsche Richtung. Noch mal falsche Richtung. Drehkreisel. Nein. Komische Seelenattacke. Okay, das verfolgt mich etwas länger oder so. Verdammt. Diesmal drei Drehkreisel. Seelen meine ich. So, so, so. Okay, komm.
Ah, Dreher. Hab vergessen, er kann sich ja drehen. Verdammt. So, so. Okay, jetzt komm. Kann ich jetzt ihn runterwerfen? Bitte, 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 bitte. Ich will ihn unbedingt runterwerfen. Okay, wird er jetzt rot? Ja, er wird rot, aber er fällt jetzt runter. Ach, fick dich doch, du unfähiger Homo Sapien. Fick dich ins Knie. So, so. Ja, das ist doch klasse, dass er so viel Schaden macht. Zum Glück habe ich ihn davor ja gelevelt, das Schwert. Also das Messer meine ich. Sonst hätte ich ja echt Probleme gehabt gegen ihn. Okay, komm. Dreh dich einfach ruhig weiter, ich schieß dich ab. Okay. Okay, ich glaube, das ist auch... Ja, muss ja perfekt sein, dass er runterfällt. Fick dich doch ins Knie, du! Jetzt so, 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 so. Okay, jetzt komm. Jetzt fällst du runter. Keine Widerrede. Du bist die Unfähigkeit in Person. Ich sag's dir. Ich sag es dir, du bist die Unfähigkeit in Person. Komm. Okay, jetzt komm doch. Ach, fick dich ins Knie. Du bist so unfähig. Ich hasse dich. Jetzt fall runter. Geschafft. Verdammt nochmal. Hat zu lange gedauert. Mann. Ich hätte bestimmt Gold bekommen. Jetzt habe ich Silber. Nein, Bronze auch noch. Verfickte Scheiße. Blitzgeist Uhr. Gut gemacht. Du hast es geschafft. Und was habe ich jetzt? Eine Frage zu deiner neuen Welt. Die sie mit Leben füllen soll. Wie sollen sie in deiner Welt sein? Komm, lass uns beantworten. Du kannst auch später beantworten. Ich mache das später. Ich mache später. Gut. Okay, jetzt lass uns unser Abenteuer fortsetzen. Oh, eine goldene Tafel. Und eine Metallisierungstafel. Und was jetzt? Das ist der große Speer. Ihn an solch einen Ort zu finden, einfach gesagt, handelt es sich hierbei um eine alte Massenvernichtungswaffe. Ein Überbleibsel aus der alten Welt. Was? Massenvernichtungswaffe? In der letzten Welt gab es Massen davon. Du hättest mal die Größe der Typen sehen sollen, die sie benutzt haben. Lass uns jetzt besser umkehren. In der alten Welt? Okay, erleben dazu. Und was ist das? Wächter. Wächter, Wächter, Wächter. Okay. Steige die Attacke mit Eisenkurt. Antiker Schild, der robuster ist als ein Anschein hat. Wertvoller als heute ist und wurde häufig verarbeitet. Okay. Das haben wir jetzt auch erledigt. Kann ich auch einfach so teleportieren hier? Oder geht's nicht? Kann ich hier runterfallen? Ja, ich kann hier runterfallen. Warte, da kommt jemand. Oh, die alte Hexe. Juhu! Danke, dass du meine Bitte befolgt hast. Wie versprochen gehört der Blitzgeist jetzt dir. Okay, was will sie mit dieser Massenvernichtungswaffe? Und das nehme ich, die ultimative Waffe, und mir die Welt untertan zu machen. Ach. Wieder die alte Leier. Was hat sie damit vor? Höhöhö. Mit den großen Speeren in meiner Hand wird sich die Welt meinem Willen fügen müssen. Jetzt kann ich jeden damit drohen und bei Bedarf Gebrauch davon machen. Der Legende nach haben sich damit die Menschen von der Unterdrückung durch die Riesen befreit. Ich mache nichts anderes. Okay, nein, das tust du nicht. Willst mich etwa daran hindern? Was ist jetzt passiert? Ich habe dich mit einem Fluch belegt, als sie dich in die Wüste brachte. Der Fluch der Wüste. Dein Körper erstarrt und schon bald wirst du dich in Sand auflösen. Aber da sagt das Buch der Prophezeiung etwas anderes, oder?
Was? Das lassen wir nicht zu. Ah, unsere Bodyguards, super. Du hast das Buch nicht bekommen. Aufnüffiges Gewürm, das ist also die Macht der Geister. Na, mal sehen, wie euch das gefällt. Ah, ich habe gehört, dass Wasser die Schwachstelle der Geister ist. Ich kann sie zwar nicht sehen, aber ich kann spüren, wie ihre Macht vererbt. Jetzt kriegst du richtig Ärger. Ich finde, du brauchst ein wenig Zeit in einer Zelle, um darüber nachzudenken. Und freundliche Schlampe, wo bin ich denn jetzt? Gefängnis? Oh nein, noch ein neuer Dungeon. Und wer ist das denn? Bist du schon wach, Kind? Wer ist Ellie? Hü, ich wette, du dachtest, ich sei Olli. Keine Angst, ich bin Ellie. Ich bin nicht wie meine Zwillingsschwester. Ah, stimmt. Du siehst genauso aus wie die Hexe. Aber irgendwas ist anders. Du hast ja keine Ahnung, wie attraktiv wir in unserer Jugend waren. Das will ich mal wissen. Ich finde dich immer noch ganz schön hübsch. Auf dir lastet der Fluch der Wüste, hm? In 7 Tagen wirst du sterben und dich in Sand auflösen. Du benötigst ein Gegenmittel, aber mir fehlen die nötigen Zutaten. Ich habe nur diese letzte leere Flasche, um Medizin hineinzufüllen. Es tut mir schrecklich leid, es gibt keine Hoffnung mehr für dich. Ist schon in Ordnung, Roxas. Das Buch der Professorin kann dich heilen. Gib jetzt noch nicht auf. Was sagst du da? Du weigerst dich jetzt aufzugeben? Ich werde nicht aufgeben. Ich gebe auf. Ich werde nicht aufgeben. Wenn das so ist, verstehe. Ich bewundere Kinder, die nie aufgeben. Ich werde deine Kräfte wiederherstellen. Du darfst gern alles, was du in diesem Zimmer findest, benutzen. Okay. Was ist das denn? Eine Flasche. Was ist das? Trank. Und mein Buch ist wieder aufgestiegen. Super so. Super, super, super. Mein Buch wird immer mächtiger und mächtiger. Damit die Welt beherrschen kann. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte dich einscannen hier. Buß Hexe Ellie. Verfall. Oh, die Blume kann ich auch von hier machen. Okay. Und was brauche ich hier? Okay. Ich habe hier noch den Schlüssel hier, diesen Blitzschlüssel. Ah, was ist jetzt los? Hä? Okay, jetzt versuche ich das nochmal. Hä, okay. Kann das nicht hier verwenden? Du hast gern alles, was du in diesem findest, benutzen. Benötigst du mehr Kraft? Hier, lass mich dich heilen. Sie ist so fest verschlossen, dass man sie wohl aus den richtigen Schlüssel nicht öffnen kann. Okay. Wie sonst soll ich hier rauskommen heute? Hä? Ein einfaches Bett. Darin zu schlafen ist sicher unbequem. Schön erkannt, aber wenn das Sonnenlicht nicht durch dieses Fenster dringen würde, wäre es stockdunkel. Schön erkannt. Stabil gebaut, sicherlich nicht einfach zu brechen. Okay, 1000 HP, aber was bringt es mir, wenn ich hier nicht weiterkomme? Hä? Wartet mal. Okay, es geht weiter. Ich weiß nicht, wie man hier durchkommen soll. Ich verstehe es nicht, wie ich hier durchkommen soll. Ich habe alles versucht mit dem Donnerschlüssel, aber irgendwie klappt es nicht. Wieso nicht? Wieso zum Teufel funktioniert das nicht? Es muss doch funktionieren. Okay, das ist es nicht. Das hier vielleicht. Oh, das auch nicht. Was ist das hier? Okay, funktioniert auch nicht. Wieso zum Teufel funktioniert das jetzt nicht? Das regt mich jetzt voll auf. Hä? Hier, ich zeige euch das, Leute, mal. Objekte. Schlüssel. Hier, Donnerschlüssel. Du kannst das hier nicht verwenden. Und der Grund, warum der jetzt draußen ist, habe ich so eingestellt. Also hier kann man machen. Okay, jetzt kann man das nicht wechseln. Schade. Ach, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.